Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Dieses Let's Play, ich mache mal 5 Arena-Kämpfe. Also die Liste nach oben 5-mal gegen egal wen ich kämpfen muss. Ich kämpfe, wenn ich nicht besiege, überspringe ich, bezahle Berries und ich mache absolut 5 Kämpfe. Sollte ich alle 5 Kämpfe besiegen, dann mache ich noch einen Bonuskampf und mache noch einen Kampf. Suche mir dann den stärksten da aus, der da irgendwie rumflattert in der Reihenfolge. So, los geht's. Das werden also nur Arena-Kämpfe heute. Und in die Arena geht's ab. Oh, das sieht schon schick aus. Es ist Raffi plus 6. Au. Ich glaube, es ist an der falschen Stelle. Wird es da Probleme geben? Ich glaube nicht, es sollte noch sauber laufen. Vonstatten laufen. Geht doch. Alles gut, alles gut. Und er ist 100% sich besiegt. Schwaches Team, leider. Naja, nächster Kampf vielleicht wird besser. Ich muss auch meine Formation ändern. Glaube, es ist auf der falschen Seite. Love. Kai auch. Der nächste ist Enel. Das könnte schon ein interessanter Kampf sein. Enel plus 6, meiner ist nur plus 7. Leider nicht. Enel ist der stärkste. Alle anderen sind, naja. Der Kampf ist eigentlich auch entschieden. Naja. Ich bin auch ganz unten in der Arena. Aus Gründen, die ich mindestens 10-mal erklärt habe. Ich will das nicht nochmal machen. Ich bin unten in der Arena, damit ich schneller die Punkte sammeln kann in der anderen Zone, die ich brauche. Aber okay, machen wir weiter mit den Kämpfen. Und es läuft eigentlich recht gut, so gesehen. Und, ja, geht doch klar. Und der zweite Kampf auch besiegt. Gehen wir zum nächsten. Oh, da haben wir schon ein bisschen besseren Gegner. Aber trotzdem, ich glaube, das sollte auch easy sein. Klappt doch gut bis jetzt. Und. Oh. Kommt, macht den platt. Ich hab schon Schnauze voll. Oh, Menschenskinder. Jetzt macht er noch dieses scheiß Power-Ding. Gut, jetzt ist der Kampf schnell weg. Kampf Nummer 3 auch ganz leicht besiegt. Und Kampf Nummer 4 gegen Raffi. Oh, das könnte schon. Oh, Großgei. Ja, so ein Großgei-D. Eigentlich sollte es ein guter Kämpfer sein, aber befürchte nicht, wenn ich seinen Raffi so schnell wegpunchen kann und seinen Bären auch,
Schade, gute Karte hat er eigentlich noch plus 1. Trotzdem eigentlich kein großer Gegner. Enel bleibt immer am Ende, der arme Enel. Muss alles kassieren. Und der letzte Kampf gegen Micho und Falkenauge. Und das wird der beste Kampf, glaube ich, sein. Sengoku. Micho und Falkenauge vorne war Fehlentscheidung. Oh. Das habe ich jetzt nicht so erwartet, dass das so schnell platt gemacht wird. Aber läuft flüssig, läuft gut. Ich kann mich nicht beschweren. Und der stärkste meiner Meinung ist jetzt gleich Wolf D mit Rayleigh plus 4. Alles andere ist zu schwach. Also das ist das Bonusmittel. Mal gucken, wie der wird. Oh, scheiße. Hier könnte ich gut verlieren. Bruce Guy B auf 2, Rayleigh 4, Lauf auf 4, Enel hinten mit 5. Also ich kann hier locker verlieren. Also ich sehe schon, dass ich verloren habe. Also das Bonus-Battle wird echt ein Bonus für ihn. Ich glaube, mit dem ganzen Team kann ich Los Guy B nicht besiegen. Enel, du musst am Leben bleiben. Enel, du musst am Leben bleiben. Scheiße. Enel, du musst am Leben bleiben. Enel. Und wie soll ich jetzt scheiß Lauf da finden, fertig machen? Alter, ich drehe am Rad. Groß Kai B ist zu mächtig. Komm, macht Engel platt. Die Pfeife. Der geht mir hinten in der Ecke auf die Schnauze. Ja, gut. Tja, mein Engel platt gemacht. Sonst wäre der Lauf auch gleich dran. Jetzt wird das lange, lange dauern. Zwei Ewigkeiten, ich kann gewinnen, aber. Kommt, mach den Blatt, ich drehe durch. Wenn er diese Spezialfähigkeit anhat. Keiner durch, darum liebe ich diesen Kerl und hasse zugleich. Ich hätte ihn zu gern auf plus 2 oder plus 3. Gott sei Dank, endlich. Bessere Defense gibt es nicht, glaube ich, als den Menschen. Komm, weg mit dem Dreck da hinten. Und das war's. Das war das Bonusmittel. Ich glaube, das war der Kerl-Kampf. Ich habe sogar einen Kerl verloren. Bin jetzt Rang 94. Bei uns sieht das da oben so aus. Unter den Top 10. Da kommt keiner rein, der nicht richtig Kohle reingesteckt hat. Die Top 1. Guckt euch die Leute an. 6, 5, 7. Für 7. Für den, was er da reingesteckt hat. Weiß der Teufel. Hält er die Top 3. Monster. Es sind echt nur oben Monster. So Leute, das war das schöne Video mit den Arena-Kämpfen. Bis bald. Tschüssi.